Apple users in Europe will be able to download apps from rival app stores. Apple's approval to go on the store, and some of them also have to pay big commissioning fees. Es könnte der Beginn eines weiteren visionären Zeitalters sein. In den USA beginnt der Verkauf der Apple Vision Pro, einem Mixed Reality Headset. Dieses Unternehmen kennt jeder. An den Zahlen sehen wir es ganz klar. Apple macht allein in einem Quartal mehrere Milliarden US-Dollar Umsatz. Allein in Deutschland nutzen etwa 21,4 Millionen Menschen ein iPhone. Das beliebteste ist das iPhone 14. Ich möchte mir heute die schlauen Tricks des Unternehmens anschauen. Heute geht es um geniales Marketing. Davor schauen wir auf die Zahlen. Ganz klar sehen wir, dass seit 2007 die Kurve der verkauften Produkte steil nach oben steigt. Das verdeutlicht, wie genial das Marketing von Apple ist. Eines ist klar, seit der Corona-Pandemie produziert Apple für Produktvorstellungen Shows in Hollywood-Qualität. Musik, Kamerafahrten, Lichteinsatz, Drohnenshots, Motion Design und die Auswahl an Sprecherinnen. Nichts wird dem Zufall überlassen. Über einen Zeitraum von vielen Jahren hat sich das Unternehmen genau davon ein Bild gemacht, wie sollen die Botschaften vermittelt werden. Und das Storytelling ist auch sehr gut ausgearbeitet worden. Das Publikum soll möglichst stark emotional involviert sein. Dies sehen wir natürlich direkt am Anfang. Eine Pop-Hymne unterlegt die Bilder aus der Natur und von verschiedenen Städten. Die Aussage, Apple ist sich seiner Werte, seiner Wurzeln und seiner Umweltverantwortung bewusst. Ein globaler Konzern mit Wurzeln in Kalifornien. So wird direkt am Anfang der Show das Setting gesetzt. Was mir auch auffällt, Apple arbeitet ständig mit Bewegung, aussagekräftigen Videos und Bildern. Damit wird eine gute Dynamik für die Präsentation geschaffen. Denn rund 70% der elektrischen Aktivitäten des Gehirns sind dem Verarbeiten von visuellen Informationen gewidmet. Daher ist das gesamte Event ein visuelles Feuerwerk. Sie erzählen zu den Produkten jeweils kleine Geschichten. Tim Cook beginnt erst mit einer kurzen Begrüßung und Einführung. Danach kommt der ausgedehnte Mittelteil mit Übergängen zu den Sprechern. Durch die oft genutzten Drohnenflüge wirkt alles viel räumlicher für den Zuseher. Die Show vermittelt Souveränität und Leichtigkeit. Damit soll sie dem Zuschauer prägnant in Erinnerung bleiben. Und hier blicken wir kurz zurück in die Vergangenheit, um in Apples Trickkiste zu schauen. Im Jahr 2007 war es soweit. Steve Jobs stellte das allererste iPhone der ganzen Welt vor. Jobs hat darauf bestanden, dass es auch eine Live-Demonstration geben sollte. Und das, obwohl das Gerät eigentlich noch gar nicht bereit war. Die Prototypen seien noch von Fehlern geplagt gewesen. Also musste man in die Trickkiste greifen. Im Vorhinein wurde der Ablauf natürlich gründlich geplant und schon unzählige Mal geprobt. Man wollte natürlich keine Zweifel über die Netzwerkkapazitäten des Geräts aufkommen lassen. Daher war die frühere Version des iPhone OS, später iOS, am Vorführgerät so manipuliert worden, dass stets volle Balken für Mobilfunkverbindung und WLAN angezeigt wurden. Das iPhone hatte dann in marktreifer Form schließlich 4 bis 16 GB Onboard-Speicher, während die Prototypen lediglich einen 128 MB Flash-Chip liefern. Das führte zum Problem, dass nicht alle Apps, die man am iPhone zeigen wollte, gleichzeitig installiert sein konnten. Daher musste Jobs während der Aufführung zwischen mehreren iPhones wechseln. Ein weiterer großer Marketingpunkt ist Apple als Statussymbol. Dazu habe ich unter anderem diesen Artikel gefunden. Auto war gestern, iPhone ist das neue Statussymbol. Und tatsächlich finde ich es sehr spannend, den Wandel zu sehen. Früher hat man sein Auto sehr gut gepflegt und ist hiermit stolz herumgefahren. Natürlich sehen auch noch einige heute das Auto als Statussymbol. Doch besonders für den Großteil der jüngeren Generation sind Smartphones ein größeres Statussymbol. Es ist ein Statussymbol, mobil zu sein, aber ich muss nicht unbedingt ein Auto besitzen, sagt Dirk Barton, Geschäftsführer des Trendbüros Hamburg. Besonders bei deutschen Verbrauchern ist die Bereitschaft einfach höher, für Produkte von Apple oder Samsung da mal etwas mehr Geld zu zahlen. Fast jeder vierte Deutsche ist bereit, mehr als 600 Euro für ein iPhone hinzublättern. Natürlich gibt es auch noch andere Unternehmen wie Huawei, die teure Handys verkaufen. Jedoch ist das Marketing von Apple einfach besser. Und vor etwa 10 Jahren war die Nachfrage nach iPhones in China besonders groß. Was ich da teilweise gesehen habe, unglaublich. Es gab damals sogar einige Teenager, die Körperteile für ein neues iPhone verkauft haben. In einem Fall hat ein Junge tatsächlich seine Niere verkauft, ohne dass es seine Eltern wussten. Die Operation zur Entfernung der Niere hat auch wirklich stattgefunden. Apple hat es da wirklich geschafft. Wer solch ein Gerät besitzt, der will zeigen, dass er zumindest einen kleinen Teil vom Wohlstand ergattert hat. Damals waren Apples Zielgruppe rund 50 Millionen Chinesen. Und auch heute ist das iPhone noch immer die Nummer 1 in China.
Auch das Internet hat sich mit dieser Frage beschäftigt und tatsächlich wurden in einigen Foren auch dazu diskutiert. Einer hat zum Beispiel auf Gute Frage geschrieben, dass Apple-Geräte grundsätzlich immer hochwertig scheinen, wenn sie mit einem billigen Android-Gerät verglichen werden. Aber ob man jetzt ein iPhone kaufen sollte, hängt von den individuellen Anforderungen ab. Der nächste schlaue Trick sind die Apple Stores. Ausführlich hat sich schon das Rechercheteam von Galileo damit befasst und mit einem Marktstrategen gesprochen. Was sind jetzt eigentlich die Eigenschaften so eines Stores? Es ist sehr übersichtlich, es ist sehr strukturiert. Wichtig auch, man kann von jeder Stelle aus alles sehen. Es gibt keine Erhöhungen und kann sich damit sehr gut orientieren. Das gibt einem Sicherheit, weckt aber auch Neugierde, andere Bereiche einfach auch mal sich zu erlaufen und damit durch den Laden zu flanieren. Apple Stores sehen oft aus wie Tempel. Sie sind mitten in der Stadt. Wenn man hereinkommt, wird man von einem Mitarbeiter persönlich in Empfang genommen und beraten. Es liegen nur wenige Geräte zum Ausprobieren bereit. Das suggeriert uns Kunden Knappheit. Selbst dann, wenn sich hinten im Lager die Kartons stapeln. Die ausgestellten iPhones, iPads, Macs und Apple Watches werden außerdem regelmäßig gereinigt, sodass sie niemals benutzt aussehen. Die Apple Stores sind zudem in drei Bereichen unterteilt. Die erste Zone ist die rote Zone. Die ist gleich hinter der Glasfront und lädt Kunden ein, hineinzukommen und die Produkte auszuprobieren. Die zweite Zone ist die Family Zone. Hier werden oft von Apple Workshops angeboten, um natürlich unter anderem mehr Kunden anzulocken. In der dritten und letzten Zone befindet sich dann die Genius Bar. Hier kann man dann die Produkte erwerben. Was auch eigentlich sofort auffällt, in keinem Apple Store gibt es riesige Preisschilder, denn dadurch könnten sonst dem Kunden bewusst werden, wie teuer das jeweilige Produkt wirklich ist. Der wirkliche Endpreis wird eigentlich nur im persönlichen Verkaufsgespräch am Ende bewusst. Damit ist auch diese Strategie wirklich gut durchdacht und genial. Ein weiterer Punkt ist die Preisgestaltung. Klar, die Apple-Produkte sind sehr teuer und trotzdem kaufen täglich unzählige Menschen ein Produkt. Simplicissimus hat dazu schon ein ganzes Video gemacht. Das sogenannte Upselling. Jeder kleine Schritt soll etwas logisch wirken. Und dadurch kommen wir von unserem iPhone SE für rund 430 Euro zu einem iPhone 14 Plus für 900 Euro. Vor allem in den USA versucht Apple seine Produkte immer mehr über monatliche Kosten zu verkaufen. Wenn man auf die Apple-Website kommt, wird einem zum iPhone 15 gleich angezeigt, ja, du kannst es ab 1000 Euro kaufen, aber auch monatlich für 41 Euro. Und klar, bei den monatlichen Kosten wirken die Optionen weit günstiger. Das klingt unbedenklich. Bei solchen Abos hat sich aber schon mancher schwer verschätzt. Gerade unerfahrene junge Kunden. Mehr hierzu findet ihr auf jeden Fall im Video von Simplicissimus. Es ist oben auf dem i verlinkt. Ein anderer schlauer Trick ist dieses Gefangensein im Apple-Kosmos. Hat man mehrere Jahre seine Daten auf iPhones und Macs verwaltet, ist der Wechsel zu einer anderen Plattform nur mit viel Aufwand möglich. Aber vor allem kleine Dienste wie iTunes, iCloud, Apple Pay, Mail oder die Passwortverwaltung machen es immer schwieriger, von der Apple-Plattform zu Windows oder Android zu wechseln. Hier das Fazit. Apple produziert nicht nur gute Produkte, sondern ist auch ein erstklassiger Verkäufer. Und eigentlich gibt es da einen weiteren entscheidenden Verkaufstrick, der Apple von anderen Unternehmen abhebt. Hohe Kundenzufriedenheit, sowohl mit den Produkten als auch mit dem Support. Und damit sind wir auch am Ende des Videos. Danke an euch alle für den Support. Kurz noch was in eigener Sache. Ich habe einen Discord-Server. Wenn ihr spannende Einblicke hinter die Kulissen haben wollt oder einfach gute Videoideen habt, könnt ihr gerne joinen. Abonniert mich gerne, um mich zu unterstützen. Diese Videos sind für mich eine Menge Arbeit neben der Schule. Ich möchte ja versuchen, dieses Jahr die 1000 Abonnenten zu knacken. Bis bald. Tschüss.